Schnurzelpurzelhäschen. Kann nur aus dem Allgäu kommen, ey. Ich habe zwei Challenges für dich. Hat ein bisschen was von Harry Potter oder so, oder? Ich habe für Dennis keine Schüssel bei mir zu Hause, weil meine alle so mini klein sind. Voll real. Hallo. Servus. Willkommen, kommt rein. Ja, heute mal aus dem ganz alltäglichen Leben und wir freuen uns, wenn ihr den Tag heute mit uns verbringt. Ja, begleitet uns gerne und wir nehmen euch einfach mal ein bisschen mit. Also, ich bekomme jetzt anscheinend gleich noch eine geheime Videobotschaft. Ich kann mir jetzt wirklich noch gar nichts darunter vorstellen und von wem die gleich sein wird, aber ein bisschen nervös bin ich jetzt tatsächlich. Was mich da gleich erwartet oder wer da zu mir spricht. Ja, von dem Kamerad immer gern. Hey Dennis, mein Lieber. Also, pass auf. Ich weiß ja, du verbringst heute den ganzen Tag mit Katja. Ich habe zwei Challenges für dich, die sie auf gar keinen Fall herausfinden darf. Die erste ist, du musst dir irgendwann einen völlig absurden Kosenamen geben. Und das zweite ist, dass du irgendwann völlig random anfangen musst, richtig über mich zu schwärmen und wie lieb du mich hast. Und dass es eigentlich nichts Schöneres geben würde, als wenn ich jetzt gerade bei dir sein würde. Aber sie darf beides nicht merken. Ja, das ist cool. Das ist eine gute Challenge. Also der liebe Sebastian hat jetzt ein bisschen was für mich vorbereitet. Jetzt müssen wir natürlich vielleicht ein bisschen überlegen. Also ich würde sagen, da hauen wir ein bisschen auf die Kacke und überlegen uns einen richtig weirden Kosenamen, den sie, ja, wo sie mal so ein bisschen... Um so ein bisschen Reaktion im Gesicht auslösen am besten. Naja, und über den Sebastian schwärmen, das fällt mir jetzt natürlich nicht so schwer. Das kriege ich hin. Cool. Das ist also Challenge accepted. Das machen wir. Dann planen wir mal kurz den Tag zusammen. Ja. Das ist dir ja eh immer ganz besonders wichtig, dass du immer weißt, was hier so abläuft. Ich bin ein Planungsmensch. Struktur, okay. Ohne Struktur geht gar nichts. Okay. Das Wichtigste, würde ich mal sagen, ist, dass er irgendwann mal was zu essen gibt. Das ist vielleicht auch so ein bisschen der Unterschied bei uns beiden. Also Katja ist wirklich sehr, sehr strukturiert und das ist die perfekte Ergänzung zu mir, weil ich lasse meistens immer schön laufen und da mal ein bisschen mehr Struktur zu bekommen, ist auf jeden Fall von Vorteil. Vor allem müssen wir uns ja auch was einfallen lassen, was wir jetzt hier wieder den ganzen Tag machen. Das ist doch echt Käse mit dieser blöden Bachelor-Quarantäne. Ja, das können wir mal aussortieren. Das können wir mal machen, Klamotten aussortieren. Das machen wir nicht heute. Aber sonst können wir ja nicht so viel machen hier, ne? Ein drittes Zimmer. Das muss auch noch in Angriff genommen werden. Ja. Dass wir da mal ein schönes Ankleidungszimmer. Ankleidezimmer? Ankleidezimmer. Ankleidezimmer machen. Kinderzimmer dauert vielleicht noch ein bisschen. Kinderzimmer dauert noch. Und jetzt starten wir mit dem Workout. Hast Lust auf ein schönes Training? Ja. Dann schwingen wir uns in die Sportklamotten. Mhm. Mein Schnurzelpurzelhäschen. Und. Cut! Dann legen wir los. Kann auch nur wieder aus Bayern kommen, Schnurzelpurzel. Ja, das sagt man hier so. Ey, Mädel! Aber das sag ich doch. Ich hab mir gedacht, ich muss mal. Ja, irgendwas, was zu dir passt. Okay, also komm, mach mal. Dann machen wir ein schönes Workout. Mua. Die kennt mich jetzt schon. Aber ein paar Mal sage ich es noch. Für dich, Basti. Ja, dann starten wir jetzt unser Homeworkout. Weil blöderweise in mein Studio durfte ich dich ja noch nicht mitnehmen. Außer, weißt du noch, damals? Einmal hast du es schon gesehen. Damals, so vor 5 Jahren. Vor einem Monat oder so waren wir undercover abends trainieren im Dunkeln. Komplett dunkel. Es war Katastrophe. Zu einer unmenschlichen Zeit. Ich habe mir nun 10 am Gerät angeschlagen. Wir haben nur mit der Taschenlampe ein bisschen Licht gemacht, dass uns auch keiner von draußen beim Vorbeilaufen sieht. Ja. Und aber jetzt starten wir mal das Homework auf. Hast du dich auch immer? Hast du gut gemacht? Mein Schnurzelpurzelhäschen. Hör auf! Mein Schnurzelpurzelhäschen. Mein Schnurzelpurzelhäschen. Hast du gut gemacht? Ich kann nur aus dem Allgäu kommen, ey. Wirklich. Ach, vielleicht.
Oder vielleicht kommt also, heißt das Schnurzelpurzel, kommt das nicht vielleicht sogar aus Hamburg? Ich habe das dort vielleicht mal sagen können, nicht? Aha, okay, weiß ich Nicht? nicht. Okay. Oder doch aus dem Allgäu. Na, schauen wir mal. So wie Mädel. Wir Ich haben ja. weiß noch, als du das erste Mal beim Dream Date dann irgendwie so voll locker mit mir gesprochen hast. Ich habe dich fast gar nicht verstanden, ey. Ja. Ich dachte so, Ich habe mich halt direkt wohl gefühlt und habe dann das Hochdeutsch so ein bisschen vergessen. Ja. Meine größte Sorge war ja immer, dass du mir einen Untertitel bei mir einblenden musst. Ich meine, versteht ihn. Bei dem ganzen Dialekt, dass er mich nicht manchmal versteht. Aber ging ja nochmal gut. Ja, zwischendurch musste ich immer fragen, was du meinst. Was meinte ich? Was? Aber du hast das immer ganz. Das war immer lustig. Da habe ich immer gesagt, Vierti, das heißt auf Wiedersehen. Und Katja nur so, was? Dich? Ja. Wie kann man so große Schüssel immer verwenden? Ich habe für Dennis keine Schüssel bei mir zu Hause, weil meine alle so mini klein sind, weil ich mir denke. Du hast dein halbes Backblech dann irgendwann genommen. Ja. Mein halbes Backblech für dein Porridge. Aber wir essen ja auch bald Mittag. Ich glaube, dann nehme ich auch eine kleine. Oder? Wir machen ja dann. Ach komm, mach schon eine große. Das reicht doch niemals. Du hast recht. Okay. Komm, und ich rein da. Die 4000 Kalorien fressen sich nie von selbst. Ja. So. Merk schon, Coach Katja nestet mich hier. Ich bin jetzt das wievielte Mal im Allgäu? Ja, schon oft da, oder? Fünf? Sechs? Doch, so fünf, sechs Mal war es auf jeden Aber Fall da. Auf jeden Fall genauso oft bei mir. Ja. Düsseldorf-Allgäu, Düsseldorf-Allgäu. Ja. Und wen hast du alles jetzt schon so kennengelernt hier? Ja, deine Eltern habe ich kennengelernt. Mhm. Und du hast das ganz gut gemacht. Nämlich so richtig spontan. Ja, meine Mutter hat gerade angerufen. Habt ihr nicht Lust, mittags vorbeizukommen? Ja, sie können sich nicht vorbereiten mental. Das war so innerhalb von einer halben Stunde so, zack, jetzt ist es soweit. Eine halbe Stunde, ich hatte 10 Minuten Zeit, mich fertig zu machen. Aber beim letzten Mal hat deine Mama mich ja vom Bahnhof abgeholt. Weil es geht ja gar nicht mehr, wenn du mich abholst. Dich kennt ja jeder. Also ich hocke dann hinten im Auto, muss gefühlt liegen und jede paar Meter, hi Dennis, wie geht's dir denn heute? Und ich lieg da hinten auf dem Rücksitz, ey. Ja, willkommen im Allgäu. Ja, das ist echt unglaublich. Ey, aber das war wirklich krass, du musst dich immer so verstecken, ne? Allein schon im Zug, du hattest immer eine... Ich habe eine Perücke bestellt, extra eine Perücke mit einem Pony und dunkle Haare. Da hatte ich eine Mütze auf, eine Brille auf. Und ein Schal über meinen Mund. Ja, und das war wirklich wie im Agenten-Movie. Allein egal, sich beim Bahnhof rauszulassen oder abzuholen, dass das allein schon niemand sieht. Weil hier kennen auch vielleicht, könnten ja ein paar Leute mein Auto kennen oder mich schon im Auto erkannt haben. Hast du ja ganz gut eingefädelt mit dem Valentinstag. Dann ist Undercover zu mir gekommen. Am Valentinstag ist ein ganz besonderer Tag. Also, an Valentinstag hatte ich eigentlich nichts vor. Ich wollte den Tag alleine verbringen, so mit abends Bachelor gucken, mit einer Freundin, abends zum Sport. Man muss wissen, ich war zu der Zeit auf Tour, also sprich, ich war mit Sebastian unterwegs und es war rein theoretisch gar nicht möglich, den Valentinstag zusammen zu verbringen. Ja. Also es war, ich hätte es gern gemacht, oder wir hätten es gern gemacht, aber es war fix, dass wir uns eigentlich an dem Tag nicht sehen. Genau. Und dann hat ein Kumpel von mir, den ich vorhin angerufen habe, der hat mir eine Woche vorher schon, oder nee, vier Tage vorher hat er mir geschrieben, hey Katja, ich muss nochmal zur Nachuntersuchung wegen seiner Augen-OP in Düsseldorf, hab danach direkt aber einen Call und müsste den Call einmal bei dir abfilmen, also abhalten sozusagen. Das genau, das habe ich aus dem Grund gemacht, weil ich wusste ja nicht, ob Katja dann, also ich wollte den Überraschungsbesuch abstarten, und ich wusste nicht, ist sie zu Hause? Also habe ich zu dem Kumpel gesagt, hey, mach das klar, sag, du kommst bei ihr vorbei, dass sie auf jeden Fall daheim ist. Ich habe das gar nicht in Frage gestellt. Ich sage, gut, wenn er bei mir arbeiten muss, kurz, dann muss er halt bei mir arbeiten. Und gesagt, hey, ich stehe jetzt vor der Tür, sag, du bist unten. Und in der Zeit sind Sebastian und ich, also wir hatten wirklich nur ein Zeitfenster bis zum nächsten Termin,
von einer Stunde, maximal. Und wir haben, also ich habe so einen riesen Strauß von Herzluftballonen besorgt. Basti karrt mich direkt vor den Eingang, dass das natürlich ja keiner mitbekommt. Ich rufe den Kollegen von ihr an und sage, hey, komm, jetzt sie muss jetzt aufmachen. Das war, ging alles wirklich wie im Agentenfilm, Hand in Hand über. Ich reiß die Luftballone aus dem Auto, hör schon an der Tür, Tür geht auf, ich renn da rein, in den fünften Stock hoch zu ihr. Und das Geile war, erzähl, du dachtest... Ich hab den ja nicht mehr erwartet in der Tür. Ich war schön in der Küche, hab dann mein Essen weiter zubereitet. Und dann kommt jemand ins Haus rein und ich so, hi! Und dann ist mir fast das Herz aus der Brust gefallen. Ich dachte, Alter Schwede, was macht der denn jetzt hier? Mein Gesicht, ich hab dich angeguckt wie ein kaputtes Auto. Wie, ich hab jetzt den Laser erwartet, nicht die. Nein, aber war schön, dass du mich überrascht hast. Ja, das war super. Ja, und das war der Valentinstag, aber der hat ja natürlich auch noch eine ganz besondere Botschaft für uns gehabt. Ja, und deswegen irgendwann, ja, brauchst du natürlich auch mal ein schönes Datum. Und dachte mir, kitschiger geht's gar nicht mehr. Nimmst ein Datum, wo man auch nicht so leicht vergisst vielleicht. Nein, und dann ist es der Valentinstag geworden mit dem Überraschungsbesuch. Was habe ich zu den Luftballons noch in der Hand gehabt? Ein Zettelchen. Was stand da drauf? Will you be my Valentine? Yes, oh no. Und einen fetten Edding dazu. Den habe ich hier dazugelegt. Bitte ankreuzen jetzt. Bitte ankreuzen. Und she said yes. Und seit dem Tag sind wir ein Paar. Das Wetter ist richtig geil. Die Sonne scheint. Und ja, wir haben uns überlegt, wir gehen jetzt einfach mal eine Runde spazieren. Ja, dann sehen wir noch ein bisschen was vom Allgäu und nutzen das schöne Wetter noch ein bisschen aus. Wir müssen uns natürlich tarnen und dürfen da nicht einfach so raus. Scheiß Sonnenbrille. Ja, Perücke. Scheiß Sonnenbrille. Ja, meine Perücke habe ich jetzt natürlich leider nicht dabei, ne? Es ist eigentlich gar nicht so kalt draußen. Wir getan haben. Schicker Schal. Hat ein bisschen was von Harry Potter oder so, oder? Schaut aus wie so ein Zauberlehrling von Gryffindor. Expelliarmus. 100 Punkte für Gryffindor. Harry Potter ist auch am Start. Los geht's. Los geht's. Das ist so auffällig. Vorsicht, da vorne wird blitzt. So stelle ich mir Allgäu vor. Mhm. Ich dachte, du wohnst irgendwo in so einer Holzhütte. Ja, wie der Almöhe auf dem Berg. Gell? Das hat der Basti auch schon gesagt. Apropos Basti. Das wäre auch schön, wenn der jetzt hier wäre. Also ich finde ja an Basti wirklich so ein toller Kerl. Denn man vermisst den schon ein bisschen. Also, willst du, dass er auch nach Allgäu zieht, oder? Ja. Okay. Also ich könnte mir jetzt gerade auch vorstellen, dass der hier mit mir so läuft. Was? Sie verarschen. Nein, das wäre schon schön, oder? Wenn der jetzt auch bei mir wäre. Nicht? Du willst mich jetzt verarschen, oder? Natürlich ist es schön, wenn Basti da ist, ja. Ich hab ja mit ihm echt noch viel Kontakt. Also, wie ist es eigentlich so bei dir? Zu den anderen Mädels? Zu den Girls? Ja? Zu wem hast du da noch Kontakt? Ich habe mich ja mit allen ganz gut verstanden. Und mit der einen habe ich ein bisschen mehr, mit der anderen ein bisschen weniger Kontakt. Aber grundsätzlich stehen wir alle schon im Kontakt. Ja. Ja. Aber ist ja auch eine verrückte Situation. Ich meine, so viele Frauen auf einmal daten, ist auch für mich total komisch. Und war für mich auch komisch, mit anzusehen. Ja, ich glaube, für beide Partien sehr, sehr komisch. Aber für das haben wir es, glaube ich, gut gemacht. Und also die Mittwoche waren nicht meine Lieblingstage, sage ich euch. Und mit Dennis zusammenschauen war jetzt auch nicht. Ist auch nicht gut. Also ich war eigentlich recht froh, das mal entweder mit Kumpels zu gucken oder nicht mit dir. Wir haben genau zwei Folgen. Nee. Zwei doch? Zwei Folgen haben wir zusammen geschaut. Eigentlich immer die, wo unser Date war. Immer als unser Date war. Das Witzige war, Dennis hat jeden Mittwochabend dann irgendwann durchgerufen, um meine Stimmlage abzuchecken. Ich wusste schon, wenn wir meine Folge nicht zusammen angeguckt haben, habe ich ja immer ganz lampfromm danach angerufen. Hi. Hi. Wie geht's dir? Ich hab schon ab der Tonlage, ab dem ersten zwei Sätzen erkennen können, ob es ihr
gut geht oder. Oder nicht. Oder ob ich ein bisschen Streicheleinheit gerade vertragen könnte, gell? Und die eine Folge, die wir zusammen geschaut haben, da haben wir danach eine Verschnaufpause gebraucht. Also die war wirklich. Die war wirklich scheiße. Aber wie lang war die Verschnaufpause? Ja, wir mussten danach spazieren gehen. So, komm, ich geh, du brauchst frische Luft. mein selbst nach dem. Einen noch, komm. A love in a stable. A lost communication. Left my words on the shelf. Eyes missing the signs in front of my eyes. I made some mistakes. Put a couple of lies. Wann hast du gemerkt, dass es passt oder dass es klappen könnte? Tatsächlich erst ab dem Papi-Yoga-Date, unserem Einzeldate danach, da habe ich das erste Mal gemerkt, ja, die Anziehung ist sehr stark und ich kann mich doch richtig fallen lassen. Und da war so ein Change bei mir. Vorher war ich so, ja, ich kann mich nicht öffnen, aber es war super schwierig für mich, auch bei unserem Rugby-Date. Ja. Die ganzen Kameras zu vergessen, oh Gott, ey, das war Rugby-Date. Alter Schwede. Und beim Papi-Yoga, da habe ich mich nicht so beobachtet gefühlt und da war das erste Mal, dass ich auch das echt ich tatsächlich Kribbeln auch gemerkt. Im Bauch hatte. Ja, das habe ich auch gemerkt. Da konntest du dich so richtig fallen lassen und wir waren da schon irgendwie dann so schnell vertraut miteinander. Ja. Und da habe ich auch gemerkt, wow, wenn ich so eine Seite da von dir kennenlerne, das catcht mich richtig. Ich habe einfach gemerkt, mit dir fühle ich mich da richtig wohl. Und wann war bei dir... Wann war die Entscheidung sicher? Nach dem Dream Date. Nach dem Dream Date? Ja, also das war auch so mit mein Highlight-Moment, als wir da zusammen dieses Dream Date verbracht haben. Du, ab der ersten Sekunde, du warst wie immer super drauf und warst bereit für jedes Abenteuer mit mir. Dann den Wasserfall hinunter und dann einfach da in unserer tropischen Oase mit dir einfach Zeit zu verbringen und dann vor allem auch hinter der Kamera einfach mal locker zu bleiben und ja, über alles Mögliche zu sprechen. Das war dann der Moment, wo ich auch gemerkt habe, ich kann mir ja richtig bei dir fallen lassen. Ja. Weil am Anfang hatte ich schon auch eine Schutzmauer. Echt? Ja, natürlich, weil klar, man will sich ja auch nicht jeder hier komplett von jeder Seite zeigen. Mhm. Und bei dir hatte ich so das Gefühl, hey, da kann ich das wirklich machen. Okay, krass. Ja, du weißt ja auch noch, ich habe dir ja da Dinge erzählt, da sind mir ja sogar selber die Tränen gekommen. Ja, das stimmt. Und das habe ich so bei keiner anderen gemacht. So, ja, das war's jetzt auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat's gefallen, uns beide mal im Alltag so ein bisschen zu begleiten. Und ich hoffe auch, dass mein lieber Kollege Sebastian stolz auf mich ist, weil der hat mir heute zwei Challenges gestellt. Ja. Zum einen musste ich mir einen wunderschönen Kosenamen für dich einfallen lassen. Was? Das hast du mir gar nicht erzählt. Das ist dir auch gar nicht aufgefallen, oder? Nee. Und wie, oh nee, nicht der eine. Doch, der eine war. Was haben wir nochmal gesagt? Schnurzel, Purzel, Häschen. Nee, das kommt von Sebastian. Nee, den habe ich mir einfallen lassen müssen. Okay. Aber die Aufgabe kam von ihm. Mhm. Und eine zweite Aufgabe gab es auch noch. Ich musste natürlich über meinen Kollegen himmelhoch lobend sprechen. Und kannst du dich noch daran erinnern, wann wir das gemacht haben? Ja, klar. Als wir da beim Spazieren. Ja, genau. Ich hoffe, Sebastian, du bist zufrieden und das nächste Mal kriegst du ein paar fiese Aufgaben von mir gestellt. Was machen wir jetzt heute eigentlich noch? Ja, wir bestellen uns noch was zu essen. Hast du Hunger? Ja. Ich auch. Was bestellen wir? Eine Bowl? Ja, oder wir machen uns einfach selber eine. Ja, genau. Und gut, dann entspannen wir einfach noch ein bisschen. Wir lassen es uns gut gehen. Aber ihr müsst jetzt mal raus. Ja, ciao. Ciao, macht es gut. Lieben. Danke fürs Vorbeischauen. Ah, eine Sache haben wir noch vergessen. Folgt unserem YouTube-Kanal, schaut euch die Highlights auf YouTube an und folgt unserer Reise, wie wir uns kennengelernt haben, auf RTL+. Auf RTL+.